Heute habe ich ein besonderes PC-Gehäuse mitgebracht. Und zwar ein Aluminium-Doppelkammer-Gehäuse mit Echtglaswänden. Wir gucken uns das jetzt genauer an. Auf geht's. Das hier ist das Raijin Tech Paean. Und zwar handelt es sich hierbei, wie gesagt, um ein Aluminium-Doppelkammer-Gehäuse mit Echtglas-Seitenwänden. Und zwar ist das Echtglas satte 5 mm dick, also ist gehärtetes Glas natürlich, um eure Hardware standesgemäß präsentieren zu können. Der Hersteller setzt hier auf ein Doppelkammer-Design, also haben wir hier Mainboard, Radiator, Ausgleichsbehälter und ein Netzteil und Festplatten, die sind auf der anderen Seite untergebracht, damit hier eine ordentliche Optik gewährleistet ist. Aber ein ganz wichtiger Punkt, das Gehäuse kommt nicht so bei euch zu Hause an. Das hat unter anderem natürlich auch mit der Transportsicherung zu tun, denn das Glas soll ja auch wohlbehalten bei euch ankommen. Es kommt auseinandergebaut zu euch. Der Zusammenbau ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denken sollte, denn wir haben das auch mal kurz für euch gemacht. Ansonsten könntet ihr das hier nicht so anschauen. Deshalb würde ich jetzt sagen, guckt euch doch mal einfach schnell an, wie wir das Ding zusammengebaut haben. So, das Gehäuse ist fertig zusammengebaut und man merkt schon, also dieses Ding eignet sich richtig schön als Showcase, also um es auf Messen oder und so weiter auszustellen oder auch als sogenanntes Benchtable, also wenn ich Übertakter bin zum Beispiel oder gerne an den Komponenten rumspiele, weil ich komme nämlich von so gut wie allen Seiten problemlos dran, weil es ja im Prinzip ein offenes Gehäuse ist. Aber wir gucken uns jetzt auch nochmal die wichtigsten technischen Daten dieses Gehäuses an. Und zwar passen Netzteile mit einer maximalen Länge von 20 cm hinein. Grafikkarten passen hinein mit einer Länge von bis zu 31 cm. Und CPU-Kühler dürfen maximal 14 cm hoch sein, also dieser Abstand hier, damit die noch ins Raijin Tech Gehäuse passen. Hier an der rechten Seite, wie man sehen kann, ist Platz für einen Radiator mit einer Größe von bis zu 360 mm. Das dürfte eigentlich für die meisten Systemkonfigurationen Dicke ausreichen. In die Rückseite könnt ihr maximal drei 3,5 Zoll Laufwerke und drei 2,5 Zoll Laufwerke einbauen. Raijin Tech denkt hier sogar an eine Entkopplung von Festplatten. Die liefern entsprechende Schrauben mit, damit ihr die auch ohne großes Werkzeuggeschraube auch einfach hinein in den Festplattenkäfig schieben könnt. Welche Mainboards passen ins Gehäuse? Hier passen vom Mini ITX, Micro ATX und bis hin zum ATX Standard passen die Mainboards in dieses Gehäuse. Was uns angenehm aufgefallen ist beim Zusammenbau vom Gehäuse, Raijin Tech denkt hier sehr viel an Entkopplung, denn klar, das Gehäuse ist hier auch offen zu allen vier Seiten. Wir haben auch sehr viel werkzeugfreies Handling, also wenn wir die Festplatten einbauen wollen zum Beispiel, dann geschieht es dadurch, indem wir über diese Gummipuffer praktisch nur einklemmen und dadurch sind sie entkoppelt, aber auch noch fixiert.
Und an sich, die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Also wir haben hier sehr dickes Aluminium. Dann haben wir überall hier auch an den Glasscheiben haben wir eine Entkopplung. Und wie gesagt, das Fenster, ja, beziehungsweise die Seitenfenster aus gehärtetem Glas, die sind auch 5 mm dick. Das findet man selten bei Gehäusen. Und jetzt sollte man natürlich meinen, das Ding, keine Ahnung, wird 300 Euro kosten. Nee, eben nicht. Das Ding ist aktuell zu einem Straßenpreis von 168 Euro erhältlich. Also ist ganz okay. Ist natürlich auch auf der anderen Seite kein Schnäppchen. Aber damit lassen sich sehr schöne Systeme realisieren. Ich bin mal gespannt, was die Modding-Szene damit anstellen wird. Was haltet ihr von dem Gehäuse? Ist es was für euch? Würdet ihr sowas zu euch nach Hause stellen oder wollt ihr lieber einen klassischen Tower haben? Schreibt's runter in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch wieder bei uns reinschaut. Bis dahin, macht's gut.